Gott sei Dank. Also wurdest du hergeführt. Ja. Du hast die Kammer gefunden. Ja, ich bin das Adlerauge Lucius. Gut gemacht, Lucius. Ich weiß. Meine beiden dummen Kinder haben seit Jahren in diesen Kellern gespielt und nie Kindergeburtstag. Ich habe diese Kammer zusammen mit dem Herrenhaus bauen lassen. Damals. Hier ist der Mittelpunkt, Lucius. Der Mittelpunkt. Das Herz von Dante Manor. Alle möglichen Dinge sind hier geschehen. Ich habe Gäste von höchstem Rang unterhalten. Jetzt ist es an der Zeit, dass du dein Schicksal erkennst. Du bist berufen, Lucius. Ich habe dich schon viel länger erwartet, als du dir vorstellen kannst. Meine Söhne waren eine Enttäuschung für mich. Habe ich gemerkt. Auf dich habe ich gewartet. Du wirst uns allen den Weg weisen. Aber du warst leichtsinnig beim Lernen, Lucius. Du hast alles gefährdet. Du hast für zu viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und jetzt müssen wir damit fertig werden. Du darfst nicht entdeckt werden. Keine Sorge. Wenn wir ihn in der richtigen Weise entsorgen, wirst du viel stärker werden. Dies ist ein heiliger Ort, an dem das Blut für uns arbeitet. Nun, für dich. Du bist es doch, mein Junge. Warum sprichst du nicht? Bist du die Prophezeiung? Der Meister sagt, er wird die Schuld von meiner Blutlinie nehmen. Ich bin sicher, er meinte dich. Bereite diesen Tisch für das Ritual vor. Ich suche derweil die richtige Schrift. Ich habe so lange auf dich gewartet. Du bist die Liebe meines Lebens, Lucius. Und wie bitte erregt man keine Aufmerksamkeit, wenn man Leute umbringt? Wie soll das gehen? Ich meine, wenn dort 50.000 Leute sterben, dann machst du dir doch auch so Gedanken, so was ist dort passiert. Das geht nicht. Also, ich weiß ja nicht, was der für Probleme hat, aber Opa hat auf jeden Fall Probleme. Fabius! Ich wollte gerade sagen, mein Spiel hängt. Wir sollen irgendwie was machen. Hallo, Opa. Hallo, Opa. Ja. Hallo, Opa. So, haben wir hier sonst noch was? Es ist so dunkel hier unten. Niemand mag Dunkelheit. Niemand mag Dunkelheit. Jo. Wir sollen die Kammer vorbereiten. Was bedeutet das? Ist das, ich weiß es nicht. Bitte sag es mir. Aber sag nicht, dass ich jetzt nochmal hoch muss, um irgendwas zu holen. Das wäre ja die reinste Katastrophe. Lass mich doch mal hier durch. Hallo, Opa. Ich will jetzt nicht nochmal raus. Ah. Das sieht man doch nicht. Ist hier noch eine? Ja, okay. Fabius, Großvater hat mir erzählt, er stecke hinter dem Pakt mit Lucifer, meinem wahren Vater. Er will, dass ich den Opfertisch vorbereite. Er gab mir die Schuld für diesen Reporter. Ich mache den Tisch besser fertig. Eine der Tassen ist zerbrochen. Sie wird kein Blut halten können. Ich muss sie reparieren. Ist mein Kleber im Studienzimmer, Schreibtisch im Westflügel. Oh! Oh! Gott sei Dank, ich weiß, dass ich den schon mitgenommen habe. Gott sei Dank, weil wir hätten jetzt nochmal hochgemusst, ne? Oh Gott, dankeschön, dass ich da schon mal geguckt habe. Dass, wenigstens sagt er mir, wo er ist. Nicht, dass man hier durchs Haus gehen muss und den Süß finden muss. Zum Glück hatte ich ihn jetzt aber schon. Welcher ist denn kaputt? Diese Schale ist zerbrochen. Ich dachte, jetzt hat er hier ein Problem mit Aufnehmen. Ich weiß nie, was ich das mache. Jetzt. So, und jetzt nochmal. Schönes Geräusch übrigens. Jetzt. Weil so ein Kleber einfach so eine Schale klebt, ne? Geklebte Schale. Alles klar. So, die müssen jetzt hier irgendwie auf den Opfertisch. Ah, hier haben wir Symbole, ne? Das ist das Dreieck. Das hier. So. Ach so, da sagt mir sogar an, wo die hinkommen. Objekt wurde korrekt verwendet. Das bedeutet, die geklebte Schale. Das wird super funktionieren. Wo soll die hin? Hier. Ich gucke jetzt einfach nicht auf die Symbole, sondern mach das einfach. Pech gehabt.
Du bist die nächste Schale, die... Wow, ich habe heute Glück eigentlich. Weil sonst hätte ich jetzt gedacht, ich muss hier rumrennen ohne Ende. Aber ich habe Glück. Die sieht aber auch kaputt. Achso, das ist ja die geklebte. Kombination nicht möglich. Du sollst die geklebte Schale da hinsetzen. Warum gibt mir Opa eigentlich so einen Scheiß? So, jetzt muss ich die Kerzen, glaube ich, anmachen. Könnte ich mir vorstellen. Wir haben doch so eine tolle neue Fähigkeit, weil mit Streichhölzern dürfen wir ja nicht spielen. So, mach mal die Kerzen an. Der macht es nicht. Muss ich überhaupt die Kerzen anmachen oder muss ich zu Opa gehen? Ich gehe erstmal zu Opa. Nee, der sagt mir nichts mehr. Ich glaube, es müssen die Kerzen an. Oder bin ich da falsch in der Annahme? So. 5. Nicht angezündete Kerzen. Aber wir haben doch Entzündungen. Er will die Entzündung nicht freischalten. Haben wir was im Inventar? Ich weiß es nicht. Ah, wir haben Streichhölzer. Ich dachte, damit dürfen wir nicht spielen. Wo haben wir die her? Wo haben wir die denn her? Und warum haben wir Entzündung gelernt, wenn wir es nicht gebrauchen können? Das ist eine Frage, die man sich stellt, wenn man Lusche spielt, die man aber leider nicht beantwortet bekommt. Boah. Hä? Macht der denn? Jetzt hat er die Streichhölzer schon wieder weggelegt. Du sollst die Kerzen anmachen. Mensch, nicht mal das kriegt er hin. Also als 6-jähriger Junge muss man das schon können. Also, so geht's nicht. So. Ist alles an. Sollen wir jetzt Opa vorwarnen oder was ist los? Habe ich irgendwas vergessen? Hallo Opa. Hast du mir noch irgendwas? Wayne Preston. Fesseln zum Verbinden von... Fesseln? Ich, ja, wie mache ich das denn? Wie soll das denn gehen? Ich soll den fesseln. Liegt hier noch irgendwas rum? Ich bin gerade voll... Hä? Erstmal nehme ich die Taschenlampe. Wow. Also, die bringt so viel, das ist unglaublich. Ich bin beeindruckt. So, wir brauchen Fesseln. Liegen hier irgendwo Fesseln rum? Ich... Ja, das sieht aus wie 50 Shades of Grey, aber macht ja nichts. Es ist, ich mag 50 Shades of Grey tatsächlich. Er glaubt, der Pakt macht mich zu seinem Freund. Das ist sicherlich nicht der Fall. Alles klar, alles klar. Fabius, kann ich da jetzt in die Kammer? Vielleicht hat der Opa da noch was. Was genau macht er jetzt denn mit dem? Will er den irgendwie qualvoll... Ich meine, man kann den doch auch einfach ins Gesicht treten und er ist tot. Oh. Oh. Na, dann wollen wir mal. Was steht da? Der Dolch, der für die Opferrituale. Soll ich dem jetzt... So. Ah, wir sollen ihn sicherlich Opa geben. Warum auch immer der den nicht gleich mitgenommen hat. Ach so, wir geben ihn Opa in die Leber. Ach so. Deswegen. Na, Opa, soll ich dich mal von hinten umarmen? Du bist mein bester Freund. Alles klar. Jetzt fließt sein Blut darunter. Das ist ja schön. Ich liebe es. Man braucht gar keine Opferschale. 9 von ihnen. War egal. Was? Ich konnte es nicht lesen, ne? Weil meine Brille nicht da ist. Warum auch immer. Ich habe die einfach nicht aufgesetzt. Oh, Kopfschmerzen. Ich brauche Aspirin. Da gibt's doch sicher was zum Rad zu fahren. Lass mich einfach gehen. Okay, Kleiner? Nö. Wieso sollte ich? Was sind das denn für Fesseln? Was soll das denn? Okay. Ja. Beruhigen wir uns und finden heraus, was hier passiert ist. Was hat er denn mit seinem Dolch da? Wo hat denn der den her? Hat er den jetzt aus Opa rausgezogen? Ich will nicht hinten herausfinden, was passiert ist. Scheiße! Wie hast du das gemacht? Ist das Kreuz? Es wirkt auf ihn.
Hey, welches Kreuz? Wird dich im Zaum halten. Welches Kreuz? In den feurigen Ofen. Alles klar, oh Gott. Ich glaube, wir dürfen unsere neue Fähigkeit jetzt einsetzen. Was bist du denn für ein Psycho? Wayne. Yeah, okay, yeah. Wayne Reporter. Fabius hat ihn ertappt, als er am Anwesen herumschlich und hat ihn auf den Opfertisch gefesselt. Ich andererseits habe Fabius niedergestochen. Ich kann fühlen, wie etwas durch meine Adern rast. Die Flammen der Hölle durchströme ich. Wayne hat die Kreuze gedreht, sodass ich schwächer werde. Ich werde es ihm zeigen. Wie, der sticht jetzt auf mich? Der kann doch keinen Jungen erstechen, das geht nicht. Hallo? Hallo? Das geht nicht. Ich bin ein kleiner Junge, lass mich doch mal raus. Hallo? Was soll das? Und da sind wir wieder beim Thema Bug, ne? Ich bin hier gerade im Nichts. Und ich glaube, das ist nicht normal. Och nö, muss ich jetzt neu laden? Ich bin hier tatsächlich gerade draußen irgendwie und im Nichts und... Ich glaube, das ist wieder so ein Bug, ne? Yay! Ich weiß zwar nicht, was das soll, aber gut. Haben wir auch mal den Bug gesehen, ne? Wir haben ja schon zu wenig davon gesehen. Dass der manchmal durch Wände laufen kann, ist... Ich weiß nicht, ob das so vorher gesehen ist, aber ich... So, in den feurigen Ofen, again. Ich werde es dir schon zeigen, mein Freund. Ich weiß zwar nicht, was das mit den Kreuzen soll und warum es gerade so hängt. Was macht der denn? Du musst zuerst deine Stärke wieder erlangen. Oh. Ach, und die Kreuze machen meine Stärke kaputt. Das ist ja aber mal das Racing des Jahres, ne? Das ist schwierig. Ich krieg das nicht umgedreht. So. Der kann mich doch nicht stechen. Das geht nicht. Du kannst doch keinen kleinen Jungen erstechen. So. Ah, dann ist meine Stärke wieder weg. Ich glaube, das funktioniert aber so. 5. So, noch einmal. Ich finde ihn gruselig. Ich möchte ihn endlich tot haben. Der macht mir Angst. Wie? Der ist noch nicht tot? Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. So, 5. So, oh Gott sei Dank, ich hab ihn tot. Alter, das war sowas von das Battle des Jahres. Ich fand ihn so wirklich gruselig. Das war der gruseligste Typ hier ever. Yeah, okay. Brenne. Tschüss. Schlimmer als Testperson 1. Blöder Reporter. Eben bis 11 und Feuermaster. Ich habe meinen Abschluss im Master. Auf Feuer. Das Buch Leviathan, Anton LaVey, Anrufung Satans. Heilige deinen Streit, erwecke die Starken, lasst herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute. Verdammt, Dad, in was bist du hineingeraten?
Eher, was ist in dich hineingeraten? Ein schönes Messer. Hm. Nancy, ich glaube, Lucius könnte verflucht sein. So? Das ist meine einzige Erklärung. Nein. Dad war wochenlang verschwunden und scheinbar war er in wirklich verrückten Okkultismus-Kram verwickelt. Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass mein Vater etwas damit zu tun hat. Aber wir müssen Lucius zu einem Psychologen bringen, um das herauszufinden. Er kann uns selbst nichts sagen. Oh mein Gott, Charles, haben wir nicht schon genug durchgemacht? Der Psychologe wird sich freuen. Also, jemanden so tollen wie Lucius kennengelernt zu haben. Also, möchte man einfach kennenlernen, diesen Jungen. Also, mal näher kennenlernen, ne? 25. Mai, 4 Tage vor meinem Geburtstag. Ein Schussbildung. Weil das ist 4 Tage vor meinem Geburtstag und in 3 Tagen ist der 25. Das heißt, mein Geburtstag ist in... Ich habe keine Lust zu rechnen, aber bald. in 8 Tagen. Wayne. Er ist keine Bedrohung mehr. Sie können beide hier in der Kammer bleiben. Niemand wird je davon erfahren. Siehst du, jetzt sind wir auch so diskret, wie Opa das wollte. Siehst du mal. Und wenigstens wieder hell. Ich liebe es, wenn es hell ist. Wiederhole. Weder Banderole noch Tier... Was? Hä? Ich konnte es leider nicht lesen. Wiederhole. Weder Banderole noch Triole, sondern... Pistole. Weil Schuss und so. Ich weiß es nicht. Was ist denn Banderole und Triole und so? Man weiß es nicht. So, erstmal muss ich gucken, wo der überhaupt ist. Ah, ich bin richtig. Zufälligerweise. Wo bin ich? Da, ach so, ich muss da runter. Oder? Ja. Und dann hier über die... Es ist langsam leer geworden, ne? So viele gibt's gar nicht mehr. Hier waren immer so viele Leute und jetzt sind sie fort. Wie traurig ist das? Das ist schon sehr ruhig hier, ne? Und, Papa, du sollst das nicht lesen. Ich mach doch gar nichts. Ja, mach ich gleich. Natürlich will ich dir helfen und so. Aber erstmal möchte ich mein neues Opfer finden, das sich irgendwo hier befindet. Ich hole gleich die Nachttischpapiere. Mache ich wirklich, weil brav und so. Wir müssen ja brav bleiben. Natürlich. Was dachtet ihr denn? Und jetzt irgendwie dahinter. Ach genau, das Klassenzimmer. Der geht ja gar nicht zur Schule. Das vergesse ich immer. Was sagt denn der Offi? Also, du bist aber schon wichtig, ne? Weil hier sterben ja ein paar. Ach so, das wissen die ja noch gar nicht. Aber ist jemand verschwunden, trotz Polizist? Opa ist weg. Trotz Polizist, ne? Das darf eigentlich nicht passieren. Schlechte Polizei. Ah, der Lehrer. Stimmt, den wollte ich ja sowieso. Nee. James, ich muss wieder Mathe machen. Ich hasse Mathe. Ich sollte meinen Vater um einen freien Tag bitten. Können wir auch gehen? Nee, ich glaube, wir müssen Mathe machen, das gehört dazu. Ja, dann machen wir halt Mathe, ne? Mein Lieblingsfach und so. Ich weiß nicht, vielleicht 3 oder so? Oder vielleicht auch 1, man weiß ja nicht. Ich probiere es mal mit der 3. Ich nehme dann mal absichtlich was Falsches. Ich weiß. Ich nehme mal was... Vielleicht 2. Ich wollte mal was Falsches nehmen, deswegen nehmen wir jetzt einfach mal die 2. Hier ist meine Maus. Nee, das ist die 1. Ich will wissen, was er dann sagt. Hey. Nein, das ist falsch. Das kannst du doch so einem kleinen Jungen nicht sagen. Da musst du dem helfen. So, da bleibt ja nur noch ein was übrig. Ich weiß.
So, dann nehmen wir jetzt die zwei. Obwohl, können wir das andere nochmal nehmen? Hat er noch eine Aufgabe für mich oder sind wir jetzt fertig? Ja, es sind zwei. Das ist voll... stelle ich mir voll schwierig vor, das jetzt eben hier so auszurechnen. Weil du hast da nichts Handfestes. Wir können das sehen, aber Lucius muss es ja nur hören. Das ist für so einen kleinen Jungen bestimmt nicht einfach. Aber Mathe kann der Lucius auch in der nächsten Folge noch hassen. Denn diese Folge ist mal wieder vorbei. Ich meine, wir sind diesmal gut vorangekommen. Wir haben zwei Menschen umgebracht. Das ist... Und als nächstes ist unser Lehrer dran. Und Kinder, bitte zu Hause nachmachen. Wenn ihr den Lehrer nicht mögt, ja, dann... einfach umbringen, ne? Nee, also es ist moralisch ein bisschen... aber es macht ja trotzdem auf gewisser Ebene auch Spaß. Wird man als Psycho dargestellt, wenn es Spaß macht? Ich weiß es nicht. Es ist irgendwie merkwürdig, aber es macht trotzdem irgendwie Lust, das zu spielen. Weil es halt mal was anderes ist, ne? Ich kenne kein Spiel, was so ähnlich ist. Ich meine, das ist irgendwie cool. Auf gewisse Art und Weise. Ohne jetzt mal krank und sadistisch sein zu wollen. Gut, das war's mit Lucius. Wir haben diesmal einen persönlichen Mord für Papa gebracht. Der wollte das ja. Diesmal war Opa dran. Und auch gleich Opas Opfer. Das heißt, seinen letzten Wunsch haben wir ihm noch sozusagen erfüllt. Und diese Opfer sind ja jetzt auch diskret, so wie Opa gesagt hat. Also ich meine, in der Kammer wird die bestimmt niemand finden, ne? Also, ja. Haben wir den Wunsch auch noch erfüllt. Ja, Papa ahnt was. Ist vielleicht gar nicht mal so gut. Aber wir werden sehen, vielleicht bringen wir ihn ja auch noch vorher um. Weil in Lucius ist die Regel, wenn dir irgendwas an der Person nicht gefällt, ja, dann töte sie doch einfach. Und ob wir davon eine Moral in das wahre Leben mitnehmen können, ich hoffe und glaube mal nicht. Denn das wäre ziemlich krank, ja. Es bleibt auch langsam nicht mehr so viel Personal, ne? Das Haus war mal voll und jetzt ist es schon so langsam ein halber Friedhof. Aber gut. Vielleicht wird es bald noch etwas leerer sein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns doch auch in der nächsten Folge mit vielleicht einem weiteren Todesopfer. Und ja, dann macht es gut bis dahin, ne? Tschüss.